Ich bin gerade im Überlegen, ne? Was machen wir hier? Wie kriegen wir es am besten hin? Weil mit dem leeren Auto komme ich hier durch, aber jedes Mal da durchkämpfen. Also ich bin gerade am gucken. Also am einfachsten wäre natürlich hier, dann fahren wir erstmal immer an der Tankstelle vorbei. Ein Sägewerk. Ich glaube, das ist die bessere Alternative, oder? Auch wenn es doof ist. Auch wenn es doof ist. Stadtlager, wo ist das Stadtlager ist hier, ne? Da muss man natürlich immer außen rum fahren. Das ist natürlich ein sehr langer Weg. Aber besser als. Anders können wir nicht fahren. Wir haben hier auch keine Möglichkeit, hier jetzt irgendwie abzukürzen. Einziges, aber hier kommen wir mit dem Stemm nicht durch, weil nämlich hier, an dieser Stelle hier. Da werden uns die LKWs umkippen. Da kommst du schon kaum mit dem leeren LKW durch. Definitiv, da werden uns die LKWs umkippen. Deshalb bringt das nicht viel. Ich meine, ich könnte hier durchfahren. Das muss ich mit dem Weg angucken, natürlich. Aber ich würde viel lieber hier an die Tankstelle vorbeifahren. Dann könnte ich immer hier hoch. Tanken, dahin. Tanken, dahin, tanken, weil anders wird es nicht gehen. Leider, leider, leider. Gut, machen wir das einfach so, oder? Da müssen wir jetzt erstmal den Anhänger holen. Da können wir ja nochmal. Da können wir ja nochmal durch die Pampa fahren. Pampe. Hat tatsächlich dieser Holzanhänger so viel gekostet? Unglaublich, ne? Ich hatte damit gerechnet, dass ich mehr Geld habe. Irgendwie meine ich auch mehr gehabt zu haben. Dann geht's besser. Jetzt müssen wir erstmal den Anhänger holen. Den Auflieger. Hinten den. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, den Tankanhänger, den wir hier hatten, den habe ich ja rüber geholt. Der steht ja hinten. An der Kiesbaggerei. Und das Auto kriegen wir erst raus, wenn wir andere Reifen haben. Also mit den Reifen kriegen wir den da nicht raus. Kannst du vergessen. Und da muss ich Level. Was der Kuckuck sein? Bäh. Bleibst du wohl in der Spur? Na! Busche! Bäh. Keine Chance, wenn er einmal weghüpft, ist vorbei. Das Lenkrad ist so langsam einfach. Müsste ich mein Wheel anschließen. Also mein Lenkrad. Dann könnte ich schneller lenken. Aber das ist mir zu viel Arbeit. Jedes Mal das Lenkrad dran und wieder ab für eine Folge. Also eine Tour kriegen wir noch gefahren. Müssen wir leider hier rumfahren. Auch wenn es ein bisschen weiter ist. Muss ich aber mal gucken, wie ich die Stämme verladen kriege. Ob ich die überhaupt hier drauf kriege. Die kurzen Stämme sind ja ein mittelgroße zur Farm mittelgroße Stämme. Und zum Stadtlager mittelgroße Stämme. Muss ich mal gucken, ob ich auf diesen dann mittelgroße Stämme kriege oder ob ich da einen Anhänger für brauche. Einen speziellen Anhänger halt eben. Halt, ich bin zu weit gefahren. Ich hätte schon abbiegen müssen hier irgendwo.
Kinders, Kinders, Kinders. Der alte Mann, ich weiß, wo er lang muss, ne? Schlimm ist es, da hätte ich nämlich irgendwo runtergemusst. Na, komm mal rum. Ja. Genau hier hätte man reingemusst. Auch noch verfahren, ne? Seit 20 Jahren LKW-Fahrer, aber kennt den Weg immer noch nicht. Das sind die richtigen. Ne, mehr Licht haben wir nicht. Wir brauchen die Tankstelle auf halber Strecke. Habt ihr ja letztens gesehen. Wenn ich die 29 Liter nicht nachgetankt hätte, wäre ich genau mit Null angekommen. Ich hätte wahrscheinlich genau vor diesem Abladepunkt gestanden und hätte nichts mehr abladen können. So, hier haben wir irgendwo den Anhänger stehen. Oder? Nee, hier war das gar nicht. Das ist gar nicht hier. Oder? Doch. Ne? Ja klar, da steht er doch. Irgend verkehrt rum. Das üben wir nochmal mit der Lenkerei. Und hier siehst du überhaupt nichts, ne? Ist die Deichsel. Wollte ich machen, anhängen. Oh. Ja, dann los. Da dran, ja. Ich hoffe, wir kommen im Hellen an. Das ist das an Rumeierei hier. Herrgott Sakra. Ah, das wäre doch jetzt so richtig schön Trucker-Musik so. Hey, hey Boss, auch mehr Geld. Ja, leider. YouTube verbietet das. Da müsste ich erst eine GEMA-Lizenz haben.
Sollte das irgendwann mal passieren, dass ich da wirklich paar Euro im Monat verdiene, würde ich das sogar noch machen. Ich glaube, die kleinste GEMA-Lizenz, das waren um die 4 Euro oder so, oder knappe 5 Euro im Monat. Damit hast du dann aber, man müsste sich erstmal informieren. Das könnte man dann an YouTube schicken. Die würden es eintragen und dann würden die Videos nicht mehr überprüft auf Musik. Dann stellen die dort ab. Auf musikalische Inhalte. Da gibt es so kleine Lizenzen, die kann man erwerben. Es ist ja keine Großveranstaltung, die ich mache. 60 Liter. Ah, da sehen wir erst richtig, wenn wir Holz drauf haben, wie viel wir wirklich verbrauchen. Ach, guck, die Sonne geht schon auf. Ist doch schön. Aber wir brauchen den Weg ja auch nur zweimal fahren. Ist ja jetzt nicht, dass wir den 20 Mal fahren müssen. Ah, muss ganz schön kämpfen hier. Jetzt müssen wir irgendwie wieder ganz, ganz gerade stehen, weil sonst kann er nicht aufladen. Huch. Jetzt, jawohl. Haben wir eigentlich auch mittelgroße Stämme, kann ich nicht aufladen. Ich wusste es, ich wusste es. Kann ich mittelgroße Stämme drauf tun? Ich glaube, ich weiß wo.
Also auf jeden Fall können wir noch mal die großen Stämme nehmen. Müssen wir ja auch. Mal umgucken. Ja, da müssen wir. Können wir ruhig wieder über die kleine Brücke fahren. Man merkt schon, ne? Ist schon ganz anders. Mit dem Gewicht hinten drauf. Es treiben zwar alle Räder an, aber wenn eins durchdreht, verlieren die anderen an Traktion. Aber es geht noch. Es geht aber noch. Sieht aber cool aus, wenn so ab und zu mal eins durchdreht. Oh, wo willst du hin? Nein, 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 nein. Da kippst du mir um. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da müssen wir raus. Alter Verwalter. Scheiße mit den Bäumen. Das war jetzt knapp. Das war jetzt ganz kurz vor Plumps. Sind doch gar nicht über die Brücke gefahren. Hä? Ach, das war schon sogar die andere Strecke. Alles klar. Ich sehe gerade, da sind wir vorhin reingefahren. Hier auf der rechten Seite, nicht darunter, sondern vorher rechts. Es gibt aber auch keinen Zusatztank für den LKW. Der nächstgrößere, der ginge. Hä? Der hat, glaube ich, 300 Liter anstatt 260. 240. Na komm schon, du schaffst es. Komm schon. Wo kann ich mittelgroße Stämme draufpacken? Da muss ich echt gucken. Ich hoffe, es gibt auch genug Geld dafür. Immer auf Holze zu eiern, du. Ein bisschen zu schnell bist.
Die Lenkung zu langsam. Müsste ich wirklich Lenkrad anschließen? Wo geht's denn hier hin? Lass doch mal gucken. Ach so, da geht's da runter. Nee, das ist ja uninteressant. Das ist uninteressant. Na, wenn ich jetzt nicht tanken würde, würden wir wahrscheinlich nicht mehr zur Tankstelle zurückkommen. Wahrscheinlich sogar doch. Aber sicher ist sicher. Bevor ich dann ohne Sprit liegen lasse, liegen bleibe und die Ladung wegschmeißen muss und nochmal die ganze Sache machen muss. Nee. Dann fahren wir lieber einmal hier hin. Ja, ist richtig. Ich denke, guck lieber nach, bevor du den falschen Weg hast und dann irgendwo landest, wo du nicht hin willst. Nee, lieber nicht. Ja, auf was für einen Hänger kann ich mittelgroße? Muss ich gleich wirklich im Hängershop gucken. Ich denke mal, dass das auf die Pritsche, wird das können. Oder sogar auf dem Auflieger. Oder beziehungsweise unseren großen Hänger, den ich da habe, dass er dreimal, der hat ja drei Lagerplätze. Da könnten drei drauf passen. Das wäre durchaus möglich. Wir haben noch irgendwo, hätte ich da reingemusst. Och nö. War ja wieder so klar, dass ich mich verfahre. Und wenn ich das hier so sehe, oh, oh, ist aber auch nicht gerade ohne, ne? Also mit so einer Ladung drauf ist es doch schon ganz anderes Fahren. Also wenn man nichts drauf hat. Na schon, muss man schon aufpassen, was man macht. Ob ich einfach im Kleingang fahren soll? Durch so eine Strecke, damit man ja nicht zu schwer, zu schnell ist. Ja, das ist zu langsam. Wenn ich jetzt ein anderes Getriebe hätte, wo ich jetzt noch den langsamen, schnelleren Gang machen könnte, dann würde ich sagen, okay. Aber so ist zu langsam. Das kriegen wir auch so hin.
Ach, mal kurz Gas rausnehmen. Weil langsam durchfahren können. Weit passt das. Halt. Genau, das ist die Idee. Ich fahre hier rum und kann ich hinten nämlich gleich rausfahren. Aber ich könnte auch hier rausfahren. Da bin ich jetzt auch eine gute halbe Stunde unterwegs gewesen, ne? Oh. Pause, Ende. Gott sei Dank. Entladen. Wunderbar. 2 von 3. Jetzt fahren wir noch einmal, aber das machen wir noch dann in der nächsten Folge, weil das lohnt sich jetzt nicht, da nochmal großartig weiterzumachen. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ich hoffe, wir schaffen es nochmal so gut.